Ja, hallo zusammen, da bin ich mit der nächsten Folge Grim Dawn, der Reign of Terror, der Staffel 3. Und ja, wir gehen jetzt ins Den of Evil, wie die Quest es von uns verlangt. Ich habe mal eben ein bisschen verkauft, einfache Quest. Also einfach insofern, was man machen soll, nämlich alles töten, was hier so rumrennt. Ja, ihr mich auch. So. So, das wird ein ganz schönes Gemetzel. Eins von 25 jetzt. Ach, hört ihr doch mal auf damit, mich hier mit Feuer zu beschmeißen. Das ist doch nicht die netteste Art und Weise. So. Tüdelü. Ich werde heute auch nur die vier Folgen aufnehmen und dann irgendwie, wie gesagt, gibt es so Phasen, da ist das so, das wird auch wieder anders. So. Hey, Freunde. Der Speer ist echt scheiße langsam. Aber es ist immer, ich hatte jetzt ein neues Speer gefunden, das ein blaues, aber es ist immer noch so sehr langsam das Ganze in der Attack-Rating. Oder im Attack-Rating. Ja, hallo Freunde. Aber es gab bisher auch noch nichts, was mich wirklich mehr irgendwie angelächelt hat, als dass ich da drauf wechseln sollte. Deshalb kann sich das hier noch alles. Ach, Freunde. Schnauze. Nimmt den Scheiß mitnehmen, bringt auch nur Kohle, aber die brauchen wir auch. Leider gibt es hier keinen Shared Stash, weil sonst hätte ich mir was hier, glaube ich zumindest nicht, muss ich gleich da später nochmal gucken. Ich glaube nicht, dass man hier einen Shared-Stash hat. Das wäre irgendwie auf das, was der Magier vielleicht an Unix und Legendaries gefarmt hat, verwenden können. Gut, jetzt sowieso noch nicht, aber da wäre vielleicht das ein oder interessante dabei gewesen. Ich kann mich dann ja immer so schlecht davon trennen. Aber ich glaube halt einfach nicht, dass es hier geht. Er ruft immer nach Gehören. Brain oder Kalento? Ist Kalento eine Eissorte in der Welt von Grim Dawn? Man weiß es nicht. Nee, da werde ich mir heute Abend einen entspannten Abend auf der Couch gönnen, irgendeine Serie gucken.
vielleicht auch die ersten beiden Folgen auf Disney von The Winter Soldier. Naja, ich weiß nicht genau, wie es jetzt heißt. Da ist auf jeden Fall ein Bossgegner. Vielleicht sollten wir uns erstmal um das Drumherum kümmern. Ach, er wird schon wach. Ja, die Minions drumherum. So, da rennt der Bossgegner weg. Level up. Du brennst, Freund. Könnt ihr das mal lassen? Ist der tot? Es ist ja Weihnachten. Oh, Stunden später. Ach, mein Held geht auch langsam sicher zum Neige. Das waren wir auch nicht. So, Arschloch. Können wir jetzt hier mal aufheben? Aufheben? Hallo? Da liegt auch noch mal Stuff. Das Gold möchten wir auch. So. So. Gehen wir mal hier unten rum. Ja, ist gut. Mein Inventory ist voll. Ja gut, das musste irgendwann passieren. So. Weil wir natürlich viel weißes Zeus haben hier. Sowas kann zum Beispiel weg. Ach, halt die Fresse. Sowas dann mit der Jacke hier. 18 Armor, ja, sowieso. Und tschüss. Das Schild, 12%, 40 Damage blockieren. Ja, nehmen wir auf, weil plus Hates und so weiter und so fort. Nee. Magic Laws können auf jeden Fall nicht schlechter sein. Plus 8 Damage, was ist hier denn mit plus 10 Strength? Nö. Nö. Ja, das Ding nehmen wir dann mal. Ich glaube, das war es jetzt auch soweit. Ja, dann können wir schon das weiße Zeus liegen lassen, würde ich mal behaupten. Das, so. Dann packen wir einen in Dexterity. Ich weiß nicht, ob wir so 1 zu 2 oder so machen sollten. Ich kann es gar nicht sagen. Nochmal lieber vorsichtshalber neu starten. Da blinkert's. Das weiße Zeug lasse ich jetzt liegen. Macht keinen Sinn mehr. Hallo Freunde. So, 20 von 25. Entschuldigt. So, dann gehen wir hier mal rum. Da unten waren wir noch nicht. Was denn? Ach, da.
So. Wo waren wir denn hier noch nicht? Da haben wir alles durch. Da unten noch. Wo geht's denn da hin? In die zweite Etage oder was? Ne, ja, das geht ins Blattmoor. Hallo Freunde. Was ich in der Aufnahmepause auf jeden Fall mal nachschauen werde, ist, ob es einen Shared Stash gibt. Vielleicht habe ich ja noch was bei meinem Magier was dabei. So. So, und das ist, glaube ich, die letzte Gruppe hier. Dann haben wir die Quest nämlich auch erledigt. Ja, das war das. Wieder noch ein Ausgang. Da ist einer. Nö. Jedenfalls nicht wissentlich. Okay. Da in der Mitte irgendwie ist noch fast. Keine Ahnung. Gehen wir mal gucken. Nicht, dass wir was, verpassen. Das wäre ja doof. Ah, hier haben wir noch was Blaues. Wie soll das? Auf jeden Fall noch in der Mitte muss man irgendwie reinkommen. Na, hier sozusagen. Gut, das war jetzt auch nicht so prickelnd. Aber zumindest waren wir drinne. Da war auch noch mal was. Gut, draußen vor der Tür müsste noch ein Portal stehen. Dann können wir mal eben die Quest abgeben gehen. So. So, dann gehen wir mal eben zu hier Tantchen. Eieiei. Skill Point, Skill Devotion Point, Tonic of Reshaping, ja, die hatte ich nicht mehr. Komm. Sowas kann ich einfach mal weg. Ja, hier kann ich auch gleich verkaufen. Was soll ich mich da großartig rumärgern? So. Dann würde ich den, glaube ich, lieber nehmen hier. Nö. So. Nö. Okay, dann haben wir einen Skillpoint bekommen und den setze ich direkt mal hier rein. Dann haben wir hier, ne, hier haben wir keinen bekommen, im Devotion-Dingsen haben wir was bekommen, aber das würde ich mir nochmal offline angucken. Was hast du jetzt hier? Look for Blood Raven in the Burial Grounds. Okay. Gut, das machen wir aber nicht mehr in dieser Folge. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge. Schönen Tag noch. Tschüss.